Ja, erstmal herzlich willkommen zum Hallo. Modern Koi Blog. Und Sandra erweist uns heute nochmals die Ehre, dass wir zusammen einen Naturteich abfischen. Und zwar Yamaguchi, da klingelt es bei dir in den Ohren. Gell? Ja, da warst du einige tollsten, Mal dabei. Ja, aber auch die großen Karaschis waren also eine der absolut eindrucksvollsten Abfischungen ever. Und das war früher noch die großen Karaschis, als wir noch viele, viele, viele hatten. Wir sind ja da quasi ausverkauft, jetzt nicht 100%, aber Konishi hat dann irgendwann mal ganz viele als unverkäuflich erklärt, weil er zum einen Ersatzelterntiere braucht im Zweifel und zum anderen natürlich auch immer, das ist natürlich sein Markenzeichen, seine Karaschis, er braucht große da. Aber am Anfang Yamaguchi, da waren, früher hat er immer gesagt, Kamechan, es wird nie über die Zahl gesprochen, wie viele da drin sind. Wir haben auch nie immer alle gezeigt, aber über einen Meter waren da zum Teil 25, 30 Stück drin. Das ist jetzt 10 Jahre her oder so, 15 Jahre, 12 Jahre. Das war ein Spektakel, das können Sie sich echt nicht vorstellen. Das war, war selbst für mich ein absolutes Outstanding, ein Erlebnis. Ja, also so was, echt vor krass. Allen Dingen auch die Abwesenheit von jeder Art von Leben außer Karaschis in diesem Teich. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Da war bestimmt keine Mikrobe mehr am Leben. Alles der wurde gefressen. Früher auch nur alle 2 Jahre abgefischt. Und die, weil man die Riesenmenge an Karaschi, wir hatten auf der Farm, da gab es das Glashaus eh nicht, F nicht, was weiß ich, oben auf der Farm. Unten das neue Glashaus gab es nicht. Also man hatte gar nicht den Platz, um alle Fische in die Stadt oder auf die Farm zu holen. Und dann hat man nur ein paar wenige auserwählt, die man in Verkauf gegeben hat. Und die anderen, man hat extra den Teich nicht ganz so tief abgelassen. Man hat so knietiefes Wasser drin gelassen. Und da nur alle 2 Jahre abgefischt wurde, hat man dann die Koi nach der Ikeage gleich wieder in das knietiefe Wasser gesetzt. Und das hat denen wirklich ausgereicht. Die haben ja keine natürlichen Feinde dort. Die ist jetzt in dem flachen Wasser. Und dann ist halt das Wasser jeden Tag um einen halben Zentimeter gestiegen. Und die haben sich gefreut. Ja, die Region ist ja auch nicht so kalt. Also so, Sandy, komm auf mein Schößchenmäuschen. Wir fangen jetzt an und gucken wir mal. Hier herrscht Corona. 1,50. Okay, dann machen wir das halt heute nicht. Hier haben wir Yamaguchi. Und da ist das Wasser in dem Bereich ist immer ein bisschen tiefer, aber damals, als wir das so gemacht haben, wurde hier wirklich der Wasserstand nochmal 20 cm höher gelassen. Und jetzt vor einigen Jahren hat man auf Kawarimono umgestellt, weil die in Yamaguchi den brutalsten, brachialsten Körper bekommen, neben natürlich sehr gutem Wachstum. Und du weißt, wir beide sind Freunde von Arbeitstheorien, die es dann zu untersuchen gilt. Genau. Und jetzt kommt's, Achtung. Welcher Farbton hat das Wasser? So die Insel hier. Sieht ein bisschen bräunlich aus. Jetzt guck mal da hinten, wie ist es da? Auch richtig Tonfarben. Und woran liegt das? Am Ton? Da ist eine Eisenquelle. Ah, Eisen, okay. Und in Yamaguchi, und darum wurde er auch früher nur mit Karaschis besetzt, weil die dort am größten, am brutalsten wurden. Und darum ist er auch hier. Du siehst, nachher wird man es irgendwie mal sehen auf einer anderen Videosequenz, dass hier richtig alles rot ist. Und ich weiß nicht, ob das eventuell was mit einem sehr hohen Eisengehalt im Wasser auch zu tun haben könnte, was dann von den Fischen auch assimiliert wird und dass die eine sehr gute Sauerstoffversorgung haben, keine Ahnung, ob das einen Einfluss haben könnte. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Sandra hat schon so eine Schnute gezogen. Ja, das ist schwierig mit dem Eisen. Also es gibt in Sachsen zum Beispiel, gab es eine Warmwasserkarpfenzucht oder auf jeden Fall Mastanlage, die aus dieser Bergwerksregion stammen. Und diese Kraftwerkskarpfen haben eigentlich unter dem Eisenocker im Wasser eher gelitten. Also das war eigentlich eher was, das man versucht hat zu entfernen. Insofern müsste man das jetzt tatsächlich wirklich mal genauer angucken, welche Eisenverbindungen und... Und es hängt vielleicht mit den Eisenverbindungen natürlich auch mit der Konzentration, die da natürlich entsteht. Die Menge macht das Gift, alte Regel, ne? Das ist deine Regel. Ist auf jeden Fall in der Fischzucht nicht unbedingt erwünscht, dass sehr viel Eisen im Wasser ist. So, wir gucken die zweite Videosequenz an und starten mit dieser jetzt. Jawohl. Und das sind wirklich Jahr für Jahr immer die gleichen Bilder. Ja, also ich
Ich wundere mich da auch immer wieder, wenn ich meine Fotos durchgucke. Dann denke ich mir, warum habe ich das eigentlich schon wieder fotografiert? Aber ich bin eigentlich froh, dass ich ein Jahr nicht dabei bin. Ich glaube, ganz ehrlich, und ich habe das auch die letzten Jahre schon immer wieder mal gesehen, dass es für mich so dieses wirkliche Herzblut war irgendwo immer dabei. Ich habe jetzt 15, 20 Jahre immer das Gleiche fotografiert, Jahre immer die gleichen Blogs gemacht. Ich wusste morgens, wenn ich aufstehe, schon ganz genau, wie ist der Tagesablauf. In Japan verändert sich ja nichts. Und witzigerweise hat mir letztens ein Profisportler, einer der Besten oder der Beste in seinem Sport, den es überhaupt jemals gab, mit dem hatte ich es davon. Und dann hat er auch gesagt, ein Problem in seiner Karriere war, dass er niemals krank war. Er ist also immer durchgefahren. Er konnte also nie mal verschnaufen, mal eine Auszeit nehmen, mal wieder auftanken, körperlich wie geistig. Und da habe ich jetzt drüber nachdenken müssen. Ich glaube, wenn ich nächstes Jahr da hinkomme, und ich glaube, nächstes Jahr wird eh noch nichts. Ich glaube, 2022. Ich vermute auch, dass es noch ein 2022. Ja. Ich glaube, da stehe ich morgens 2 Stunden früher auf, muss nachts 3-mal pingeln, weil ich vor lauter Freude nicht in Schlaf finde. Und das finde ich eigentlich jetzt doch für mich, natürlich, verstehen Sie das jetzt nicht falsch, Corona ist das Schlimmste, was uns überhaupt hat passieren können. Und da leiden ganz viele ganz schlimm drunter, ja. Und das finde ich ganz fürchterlich. Aber man muss natürlich halt immer focus on the best, also das Gute. Ja, und also ehrlich, wenn ich ihn dann Ende November irgendwo in Japan wieder gesehen habe, dann kenne ich Martin eigentlich nur so und so. Wo sein Kopf, das ganze Skelett vom Kamera halten. Ist völlig im Arsch. Völlig im Eimer und eigentlich nur noch alle. Also ich denke, 2 Jahre Pause wird ja alles. Und ich weiß noch, als wir letztes Jahr zu Philipp Buche Koi Lounge, die Koi Party, die er hatte, da ist ja Makoto mitgekommen. Ja, richtig. Und dann ist der Stefan, sehr guter Freund von mir, und dann ist Orthopäde und herausragender Chiro-Therapeut. Und dann weiß ich noch, wie wir im Keller bei Philipp unten auf blauen Wand, wie er Makoto und mich eingerichtet hat, weil Makoto konnte auch kaum mehr laufen und mir hat auch alles wehgetan. Aber danach war wieder gut. Also, das ist schon so. Die Arbeit, egal ob es das Fische rumheben oder das... Die Kamera. Kamera. Vergisst es nicht. Und dann... Und das tägliche. Wir arbeiten ja 6 Tage die Woche. Und am 7. Tag sitze ich dann den ganzen Tag am Schreibtisch und sortiere Bilder. Wobei, den Miyajima hochlaufen würde ich jetzt auch gern. Das mache ich ja dann jeden Dienstagmittag Miyajima hochlaufen. Genau. Das ist ja eigentlich der völlige Quatsch, weil da baue ich mich 6 Tage aus und dann am 7. Tag 3 Kilometer Strecke und 540 Höhenmeter zurückzulegen und das jedes Mal versuchen in neue Rekordgeschwindigkeit. Also irgendwie... Kannst du auch daheim Sport machen, genau. Irgendwie hat es bei mir auch irgendwo die Synapsen mal verspult. Ja, kräftige Fische kommen da raus. Das wollten wir eigentlich vorhin noch erwähnen, oder? Wir starten jetzt wieder. Und Maurice, unser springreitender Freund, der hat mich gestern noch gefragt, ob es auch Ginrin-Karashi gibt. In den letzten Jahren gab es nicht viele, aber es gibt sie. Und wir haben hier jetzt 3-Jährige gesehen. Wir haben traumhafte 3-Jährige Koyo gesehen. Und hier sehen wir ein Ginrin-Karashi, wenn ich es richtig sehe. Ja. Jetzt sind wir wieder Wummen. 3-Jährig? Ja. Das habe ich jetzt aber schon 3-mal erwähnt. Bitte, ja, keine unnötigen, bitte keine unnötigen Fragen. Kostet zu viel Filmmaterial. Genau. Richard. Wir machen das mit wir zwei. Ja, die Kojos sind richtig cool, habe ich ja auf den Bildern gesehen. Sollen wir mal schauen, wie viele Fische insgesamt abgefischt wurden? Ja, schau mal. Wir können es nämlich auch gleichzeitig machen. So. Now I jump to Yamaguchi. Also ein Kadariko. So. Was schätzt du denn? Wie viele 2-jährige Fische werden in so einen riesen Naturteich angesetzt? 50. Denk an die Eisenwelle. 50. 2-jährige reicht doch. 100? Was? Das drehen wir völlig durch. Nee. 70. 70, okay. Ach so, ich hätte es eigentlich von der Probenzahl her auch wissen können. Stimmt. So genau. Gesehen. Ja, die Proben, ne?
die müssen Sie jetzt auch noch nehmen. Die müssen nicht nur filmen, fotografieren, sondern auch ja gut, proben. Das haben Sie ja die ganze Zeit gemacht. Ja. Konishi hat Sie am Rücken gebrochen, der Vater von Makoto, habe ich dir noch gar nicht gesagt. Der ist durch den alten Holzboden seiner Filterabdeckung gestürzt. Martin, ist mit sowas scherzt man nicht. Kein Scherz? Ich lache jetzt zwar gerade, weil es geht ihm wieder besser, aber ich lache deshalb, weil er vor ein paar Jahren wollte sie austauschen. Ritchie, warte, wir synchronisieren gleich. Super, war das jetzt das zweite oder das dritte? Das zweite, gell? Ja. Jetzt kommt 557. Und da hatten wir das jetzt. Sehen wir gleich. Start jetzt. Er wollte sie vor ein paar Jahren austauschen und dann hat er sich Angebote geben lassen. Dann war er zu geizig, es zu machen. Und der Geiz hat ihn jetzt fast im Rollstuhl gebracht. Ach, die Schande. Das ist da im Shop? Witzig. Durch die Bretter? Genau. Arsch. Nein, das hatten wir gerade. Aber jetzt lass es einfach so laufen, weil dann bleibt auch das Geredete. Wir fangen jetzt mit der 4668. Aber Sandra hat zweimal, wir starten jetzt mit dem nächsten Fall. Sandra hat zweimal über die kleinen Fische gestaunt. Geil. Sehen immer noch gut aus, auch zwei Minuten später. Genau. Ist das ein Gimmering-Karaschi? Habt ihr Gimmering-Karaschi? Ja, haben wir schon drüber geredet. Nein, er ist wirklich in die Dinge. Und jetzt, als ich Makoto gesagt habe, du hast ja jetzt Doppelbelastung durch das, dass du fotografieren, Videofilmen und deine Arbeit machen musst, dann sagt er, nein, ich habe Dreifachbelastung, weil sein Vater hat immer noch echt üble Schmerzen. Und er hatte so einen Fixateur, aber keinen, wo jetzt an die Knochen gedöbelt wird, sondern ein Korsett. Sowas in der Art, ja. Genau. Ja, es hört nie auf. Aber ich habe letzt drüber nachgedacht, aber ich will da jetzt nicht Pandoras Box öffnen und nichts beschwören. Mich wundert wirklich in 20 Jahren, wo ich da rumturne, dass noch nie einer die Naturteichmauern untergeflogen ist. Das sagst du aber jedes Mal, dass dich das wundert. Ja. Das ist eigentlich auch so ein Satz, der sich jedes Jahr wiederholt. Die ganzen Touristen. Und als mir Makoto gesagt hat, sein Vater hatte einen Unfall im Geschäft, das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, habe ich gedacht, den hat sicher so eine Mauer runtergewürfelt. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt geht das Ding nicht mehr auf. Oh, Makoto. Du hast 5 Minuten, dann sterben sie in Sauerstoff tot. Aber der hält auch was aus. Also Makoto ist wie aus Eisen. Der ist zäh. Unglaublich. Und der hat auch Kraft wie eine Sau. Ja. Das unterschätzt man ganz gewaltig. Bloß weil einer nicht so muskulös aussieht wie ich, heißt es nicht, dass er keine Kraft hat. Ja, nee. Und er hält was aus. Ja. Nee, das ist so. Ah, das tut er. Mein Gott, so ein Sprecher. Für 3-Jährige echt groß. Ne? Kann man nicht sagen. Ja. Drauf. Das war's auch rein. Ich komme mir wirklich vor, als hätte ich die Kamera in der Hand. Ich habe es letztes Mal hochgerechnet. Ich komme auf 300-400 Mal, wo ich beim Abfischen dabei war. Ja. Das müssen wir überlegen. Was denn, das macht immer nur dick. Dick. So, Ritchie, wir starten mit Pfeil 4559 oder wie der heißt. Und zwar jetzt. So, die 2 Minuten schauen wir uns mal an. Da sieht man schön, wie rechts das Rot reinkommt. Ja. Und da wurden vor 2 Jahren, haben sie mal richtig viel Schlamm rausgeholt, weil das richtig veräppt ist, so langsam. Der gute Yamaguchi. Yama ist übrigens der Berg und Guchi der Mund, also der Bergmundteich. Japan hat ja alles Bedeutung. Kommt da die Familie dann auch diesmal? Wie meinst du? Da kam doch immer eine Familie, oder? Ja. Nee, seit die Riesenkarashis nicht mehr drin sind, kommen sie nicht mehr. Oh. Die haben sich nur für die Großen interessiert. Die sind doch auch groß. Das war mal wieder der typische schaulustigen Tourismus. Genau. Da bin ich auch gespannt. Viele Hiyotsuri waren drin, die kamen jetzt noch gar nicht.
Oder hast du schon Hiyuzuri gesehen? Ich habe noch keinen gesehen. Jetzt kommt einer 3 zu 11. Also. In Rinchagoy, die sind ja auch bei uns gewachsen ohne Ende. Ach, übrigens, in einem kommt vielleicht auch zeitgleich mit dem oder kurz danach. Der Ginrin, ja, der Ginrin Chagoy, der die Co-Produktion zwischen Tim und dir, wo der da in den Filter gesprungen ist, siehst du nichts mehr. Sehr gut. Das nicht mal ein ungleiches Schuppenbild oder sonst irgendwas. Wir haben den gestern gefilmt und man musste wirklich ganz genau hingehen, um zu zeigen, es unterscheidet sich eigentlich nur vom Ginrin, weil sich das Ginrin auf den neuen Schuppen nicht in gleicher Weise ausgebildet hat da wie auf den alten. Ritschi, wir stoppen dieses Pfeil bitte. Gelaufen. Und gehen dann auf 4560 und den stoppen wir jetzt. Da haben wir schöne große Karashi, auch dreijährig. Dreijährig können die Besten schon auf, und das ist einer der Besten, 80, 85. 85 ist möglich. Manchmal haben wir auch Blutlinien, die gehen auf 7, 88. Und das bei einer Aufzucht, die über den Winter kalt ist, also im ersten Jahr klar Jumbo Tose, aber danach kalte Aufzucht. Und das ist schon crazy. Das ist beachtlich, was da auch an züchterischer Leistung drin steckt. Wie würdest du die Entwicklung der Blutlinien auf der Kunishikoi-Farm jetzt bewerten? Du kennst es ja jetzt auch so fast so lange wie ich, das ganze Spiel. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zuvor. Weißt du, wie lange machen wir das Spiel jetzt schon? 15 Jahre oder so? Etwa? Ja, 15, du. Ist nur, ja. Also hat sich wahnsinnig verändert. Zum komplett einen, was eigentlich die Zahl an tollen Fischen angeht, was natürlich das Wachstumsthema angeht. Diese Gene sind einfach der Hammer. Und auch was die Gesundheit angeht, also die sind ja wirklich echt in einem absoluten Top-Zustand. Also die Lernkurve auf der Kunishikoi-Farm in allen Bereichen, ob es Blutlinien, Aufzug, Selektion, aber auch Gesundheit, die ist sensationell, muss man wirklich sagen. Und muss man aber dem kleinen Makoto auch echt ein Kompliment machen, wie er das weitergeführt hat, ist einfach absoluter Spitze. Und Makoto ist auch einer der wenigen Japaner, und da muss ich hier mal eine Lanze für ihn brechen, der, wenn er weiß, dass, so wie du zum Beispiel, eine Kompetenz außerhalb von Japan sitzt, sie auch nicht so schade ist, diese Kompetenz anzufragen. Und nicht nur die Japaner hocken natürlich normalerweise wirklich zusammen wie die Erdmännchen. Und alles, was es in Japan irgendwie gibt, ja, das muss man ehrlicherweise so sagen, alles, was es in Japan irgendwie gibt, wird dann auch in Japan beschafft. Aber Makoto ist da wirklich open-minded, auch mit unserem neuen Futter. Du weißt, wie er da wissen wollte und hochinteressiert ist und das jetzt im Prinzip genauso umsetzt. So, dann haben wir jetzt noch den letzten Pfeil, da gucken wir auch noch rein. Dann hat die arme Seele eine Ruhe. Gibt es jetzt mehr Hiyuzuri? Jetzt, warte mal, ich spule mal vor, weil bis das davor hochkommt. Das wissen wir, wie es geht. So, genau. Und jetzt sind wir bei 1,17, starten wir, Ritschi. Und, also Bilder habe ich von Hiyuzuri. Ah, jetzt ist Hiyuzuri-Party. 2. Also hier findet die Selektion heute nach Varietätszugehörigkeit statt. Ochiba. Ein Hiyuzuri. Und hiermit beenden wir die Party auch. Sandra, einmal mehr, vielen Dank. Nächste Woche kommst du wieder und dann hebe ich mir extra auch ein paar Naturteiche auf. Macht immer Spaß, mit dir zu plaudern. Und ist es zurzeit ruhig in den Teichen? Ja, noch nicht ganz, weil es ist noch nicht so kalt. Es ist noch gemütliches Herbstgeschäft. Hast du noch ein bisschen Arbeit? Ja, natürlich, klar. Ich habe immer Arbeit. Das freut mich für dich, freut mich weniger für deine Kunden und für die Fische. Aber das ist halt das Spiel. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.